Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen, da sind wir, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid, Freitagnacht, offene Themennacht, wie immer. Das heißt, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann solltet ihr telefonieren oder ihr solltet mailen. Ihr solltet wählen 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Der erste Anrufer, die erste Anruferin heute Nacht heißt Heike und ist 45 Jahre alt. Hallo Heike. Hallo. Ja, hallo. Bist du aber ganz leise? Ja, ich versuche ein bisschen lauter zu sprechen. Ja. Um was geht's bei dir? Also mein Sohn, der hat sich am 27. September 2003 das Leben genommen. Wie alt ist der Sohn geworden? 25. Ja. Warum hat er sich das Leben genommen? Ja, also ich denke, er war verheiratet, hatten Beziehungsprobleme gehabt und erst Anfang Dezember ist er erstmal, so wie er sagte, für 4 Wochen aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen, um halt mal zu schauen, ob sie wieder zusammenkommen. Und also so wie er es geschildert hat, war das so von beiden Seiten gewollt, um halt zu sehen, ob das nochmal klappt. Ja. Aber dann hatte mein Ex-Mann ein Gespräch mit ihr gehabt und dann war das doch, also eher von ihrer Seite so. Also Eheprobleme, schlimme Eheprobleme. Ja. Hatten die beiden Kinder? Ja, ich habe einen Enkel, vierjährigen Enkel habe ich. Wie hat dein Sohn sich das Leben genommen? Er hat sich erhängt. Wer hat ihn gefunden? Sein Schwager hat ihn gefunden, weil er hat bei seinem Schwager in der Zeit, also beim Bruder von seiner Frau, gewohnt. Und also ich denke, es war eine Kurzschlusshandlung, weil er sollte an diesem Tag, ich weiß nicht warum auch immer, er hatte also über Weihnachten den kleinen Sohn bei sich gehabt, der sollte bis über Silvester bei ihm bleiben. Dann sollte er an diesem Nachmittag den Sohn zur Mutter bringen und sie dann um 4:30 mit dem Sohn gemeinsam abholen irgendwo hin. Dann hat er aber seinen Schwager gebeten, er soll doch bitte fahren. Und der wollte erst nicht, weil er keine Zeit hatte, ist aber dann doch gefahren. Und letztendlich hat der Schwager ihn dann gefunden, vorgefunden. Mit meinem Enkel. Und mit dem Enkel, das Kind hat Papa gesehen. Wie alt ist das Kind damals gewesen? 5. Das heißt, das Kind hat ja... Also noch nicht ganz 5. Naja. Aber wir haben eine ganz schlechte Telefonleitung. Hast du eine Freisprechanlage? Ja. Könntest du richtig ans Telefon gehen? Könnten wir viel besser sprechen als... Ich versuch mal. So, ist es jetzt besser so? Oder? Ja, es ist schon besser als gerade. Ja. Also dann hat das kleine Kind, gerade mal 5 Jahre oder knapp 5 Jahre alt, den Vater erhängt gesehen. Ja. Du sagst Kurzschlusshandlung, das heißt, dass er niemandem eine Nachricht hinterlassen hat? Nein, doch, er hat, also das muss er ganz schnell gemacht haben. Wie gesagt, sein Schwager ist um 3 Uhr weggefahren und kam dann so um 5 zurück und da war es passiert. Und er hat für jeden hat er einen Brief geschrieben. Ach so, das schon. Man sieht an der Schrift, dass er sehr schnell geschrieben hat. Was hat er an Informationen hinterlassen? Über den Grund nichts, nur halt jeden halt angesprochen. Also er liebt mich, ich soll ihm verzeihen, ich soll auf seine Frau und auf seinen Sohn achten und seine Freunde hat er angeschrieben und jeden und immer wieder mit dieser Bitte, achtet auf meine Frau, achtet auf meinen Sohn und sich halt auch so verabschiedet, wir wollen ihn in guter Erinnerung behalten und irgendwann werden wir uns ja wiedersehen. Und ja. Aber wie gesagt, wir haben einen Tag vorher noch... War er vom Typ jemand, der zum Schwermut, zur Depression neigte oder eben auch zu schnellen emotionalen Handlungen? Nein, er war, das ist ja das, was ich nicht verstehe, er war ein sehr, sehr offener Mensch gewesen.
hatte wirklich gute Freunde gehabt und alles, aber er war auch ein sehr stolzer Mensch. Mhm. Wie ist das Verhältnis heute zu deiner Schwiegertochter? Wir haben im Moment gar keinen Kontakt. Also wir haben uns letztens zufällig getroffen. Das ist halt das, was mich halt auch sehr belastet, dass ich meinen Enkel nicht sehe. Mhm. Machst du, gibt es da irgendwelche Schuldzuweisungen, dass du sagst, sie ist... Nein, die gibt's nicht. Ich sag mal, wir hatten nie ein sehr gutes Verhältnis, meine Schwiegertochter und ich. Mhm. Und ich habe aber wirklich, ich habe ihr keine Vorwürfe gemacht. Ich habe sie immer wieder eingeladen. Also es war wirklich so, als es passiert ist, sie kam in dieser Nacht, hat's bei mir geklingelt, die Polizei, sie und dann noch so ein Seelsorger kam mir und sie ist nach 10 Minuten verschwunden und seitdem war sie nicht mehr in meiner Wohnung. Nun ist einige Zeit vergangen seitdem. Du sagst, im September 2003 hat dein Sohn sich das Leben genommen. Ich könnte mir vorstellen, das ist zwar jetzt, es ist schon eine Menge Zeit, aber wahrscheinlich für dich überhaupt kaum Zeit. Nein, ich habe ja immer wieder versucht, den Kontakt zu ihr zu kriegen. Nee, ich meine, jetzt bezogen ist auch auf deinen Schmerz, wie du mit diesem fürchterlichen Unglück umgehst. Natürlich, das war, ich habe das ganz schlimm, habe ich das im Dezember gemerkt, als auf Weihnachten zugegangen. Also ich sag mal, Weihnachten ist jetzt nicht mehr ein Fest, auf das man sich freut. Ne? Wahrscheinlich auch an seinem Geburtstag wird es schlimm sein, könnte ich mir vorstellen. Also er hätte jetzt am 31. März hätte er jetzt Geburtstag. Wie war dein Verhältnis zu ihm? Wir haben ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Wir haben auch in der Zeit, also als ich das dann mitgekriegt habe, dass da eine Krise bei denen ist, er war im Oktober im Krankenhaus und da hat sie so eine kurze Andeutung gemacht und dann habe ich ihn halt mal angesprochen und habe gesagt, wie ernst ist das denn bei euch? Und da hat er halt gesagt, also es ist sehr ernst, ich werde für 4 Wochen ausziehen. Mhm. Und wenn du das jetzt heute so im Nachhinein alles siehst und betrachtest, bei all der Trauer und der Verzweiflung, gibt es auch so Gefühle des Unverständnisses, vielleicht sogar des Zorns auf deinen Sohn, dass er das getan hat? Manchmal, was heißt Zorn, aber manchmal stehe ich da und schaue mir dann das Bild an oder ich stehe am Grab und sage, Mensch, verdammt, warum hast du das denn gemacht? Mhm. Aber andererseits sage ich mir halt auch, wie verzweifelt halt sein muss, um so was, weil ich denke mal, erhängen, also da gehört schon was dazu. Ja, wie verzweifelt dann jemand ist und ich finde es halt so schlimm, dass in so einer Minute niemand da ist. Dem man einfach sagen kann, mir geht's jetzt so schlecht. Und Er hatte dann folglich auch keine ganz engen Freunde. Doch. Das ist ja seine Freunde, die konnten das ja auch nicht fassen. Und wie gesagt, wir haben einen Tag davor noch zusammen Weihnachten gefeiert. Aber er hatte denn dann in dem Moment keinen Wille, mit den Freunden in Kontakt zu treten, ne? Ja. Mhm. Ich denke, da sind bei ihm die Sicherungen durchgebrannt. Ja. Weil, also ich sag mir halt auch immer wieder, wenn er noch klar gedacht hätte, er hätte das niemals seinem Kind zugemutet, dass sein Kind sieht. Du verzeihst ihm das, dass er das gemacht hat? Ja, ich versuch's halt irgendwo zu verstehen. Sicher frage ich mich immer wieder, was ist da in ihm vorgegangen? Was war jetzt wirklich der Auslöser? Weil er hat ja für Silvester noch Freunde eingeladen. Es war ja nicht irgendwie, dass er sich jetzt so zurückgezogen hat. Und ich sag mal, er war halt, denke ich halt öfter drüber nach, er war immer so ein Glückskind. Also ihm kam immer alles zugeflogen. Ach so, ja. Alle Ziele, die er hatte, die konnte er immer verwirklichen. Mhm. Würdest du sagen, dass du jetzt nach diesen Jahren, die vergangen sind, deine Trauer einigermaßen im Griff hast oder eigentlich nicht? Das kommt halt immer wieder. Und also ich habe eine Therapie gemacht letztes Jahr.
und mache das jetzt aber nicht mehr, weil ich halt merke, dass mir das jetzt nichts mehr bringt, weil diese Trauer, die wird bleiben und die, ja, die auch immer wieder hochkommen. Das ist ja, das sind halt immer Wellen. Mir geht's tagelang gut und dann ist ein Moment, dann geht es von einer auf die andere Sekunde und dann ist alles da und dann halt auch sehr extrem, weil es ist irgendwie halt so, also ich habe immer das Gefühl, es ist halt auch ein Stück von mir gestorben. Ja, natürlich, ja. Ja. Liebe Heike, diese Leitung ist sehr anstrengend, finde ich. Ich kann dich wirklich, vielleicht liegt es auch noch an der Verstärkung meiner Kopfhörer, sehr, sehr schwierig und sehr, sehr mühsam nur verstehen. Ich möchte gerne, dass wir dich gleich nochmal zurückrufen. Das heißt, du legst jetzt auf und meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich an. Ja. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und viel Kraft, weiterhin mit diesem Schicksal umgehen zu können. Ja. Du hast es natürlich richtig formuliert gerade. Der Schmerz ist da und der wird auch bleiben. Er wird sich vielleicht etwas verändern, aber er ist da und er begleitet dein Leben. Ja, das weiß ich. Dass, ja, nie, dass mich das wirklich bis zum Ende meines Lebens begleitet. Also du legst auf und wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Also. Von Herzen alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Hier ist Sandra. Sandra ist 24. Hallo Sandra. Ja, hallo. Hallo Sandra, grüße dich. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja. Und zwar mein Thema ist mein Freund. So, und inwiefern ist dein Freund ein Thema oder das Thema? Ja, und zwar, ich bin ja 24 und mein Freund und ich, wir sind 22 Jahre auseinander. Mein Freund ist 46. Mhm. Ja, und... das ist eine ganze Menge. Ja. Und es geht halt darum, wie Leute darauf reagieren, wenn sie halt erfahren, dass wir so viele Jahre auseinander sind. Ja, wie viele Jahre seid ihr denn schon zusammen? Das ist jetzt erst ganz kurz. Also wir sind jetzt erst fest 4 Monate zusammen. Ach so, eine ganz junge Liebe. Wie habt ihr euch kennengelernt? Durch meinen Ex-Mann. Ah. Er war der beste Freund meines Ex-Mannes. War dein Ex-Mann auch viel älter als du? Und mein Ex-Mann ist jetzt 35. Ach so, also auch, war auch schon ein bisschen. Waren auch schon 11 Jahre zwischen uns. Und jetzt dein neuer Freund, der 46-Jährige, ist der in einer Beziehung? Ist der verheiratet, hat er Kinder oder ist er alleine? Ist er solo? Er ist auch geschieden. Ach so, das heißt also, ihr seid frei im Prinzip beide? Genau. Und du würdest schon sagen, dass du dich in ihn verknallt hast? Ja. Wie sind denn die Reaktionen von außen, wenn die das mitbekommen, dass ihr beiden zusammen seid? Sehr unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Also es gibt Leute, die finden es mutig, dass wir zusammen sind und wünschen uns viel Glück, dass es klappt. Und andersrum gibt es wiederum Leute, die sagen, ja, ob ich Vaterschaftskomplexe habe irgendwie oder es könnte mein Vater sein. Und diese Sprüche, da komme ich irgendwo nicht mit klar. Ja, das wollte ich ja fragen. Gehen dir diese Sachen, diese Sprüche nahe? Ja, es nervt. Es nervt ungeheuer. Nervt es nur oder kommst du so auch ins Grübeln, dass du denkst, nein, ja, vielleicht haben die recht? Nein. Das nicht? Nein, nein, also absolut nicht. Also für mich war das Alter nie ein Thema gewesen. Ich habe da nie drüber nachgedacht. Aber ich werde da richtig wütend drüber. Ja. Sind das denn auch Leute aus dem ganz engen Umfeld, die das sagen? Nein. Also aus dem ganz engen Umfeld. Ich sag mal, mein Ex-Mann, der hat uns damals alles Gute gewünscht. Ja. Und war auch die treibende Kraft gewesen, die gesagt hat, hier, ich merke zwischen euch, dass es gefunkt hat. Und ich wünsche euch alles Gute dafür. Und, was ja schon eine schöne Sache ist, ne? Wenn die Ex-Beziehung dann sich so verhält. Ja, das auf jeden Fall. Gibt es eine allerbeste Freundin in deinem Umfeld? Eine Busenfreundin? Weniger. Also ich hab zwar ein paar gute Freundinnen, aber so eine beste Freundin... Okay, aber diese paar guten Freundinnen, sagen die, okay, Sandra, mach es? Oder äußern die sich auch nachdenklich? Nein. Nein, eigentlich weniger. So, das ist ja schon mal viel wert, finde ich. Also ich fände es super nervig, wenn jetzt die ganz enge Umgebung auch dir das mies machen wollte. Nein, ja, die haben also von Anfang an gesagt, du musst es selber wissen, das ist dein Leben. Und die stehen aber auch hinter mir. Ja. Also ich weiß,
daraus sollte man wirklich dann schließen, also ich meine, du hast jetzt zwei ganz klare Sachen gesagt. Du hast gesagt, ich bin in den Mann verliebt oder wir sind, ja, wir sind ineinander verliebt, der in dich auch. Ja. Ne? So. Dann hast du gesagt, ich bin mir ganz sicher, dass ich in ihn verliebt bin und lass mich gar nicht irgendwie irritieren von den Sprüchen der anderen. Und dann ist auch noch dein nahes Umfeld um dich herum stehen zu dir. Das ist ja schon eine ganze Menge. Da solltest du die anderen Sachen wirklich an dir abprallen lassen. Mein Gott nochmal, das sind Sprüche. Das sind wirklich, ja, Sprüche. Aber die Sprüche, die nerven. Ja, gut, dann hört man nicht hier rein, da wieder raus. Weißt du, was will man machen? Man kann vielleicht einen blöden Spruch zurücksagen, wenn es irgendwie passend ist, oder vielleicht auch ein bisschen was Böseres zurücksagen und sich etwas wehren, aber man darf das gar nicht an sich rankommen lassen. Es ist eure Liebe, es ist eure Beziehung. Ja. Ja, das ist Also das sind dann ja auch nur Menschen, die in etwas weiterer Umgebung von dir sind. Was hast du mit denen zu schaffen? Dann sagst du, das geht euch doch nichts an, was ich mache, lass mich in Ruhe. Ja. Ich sag mal, wenn ich merke, wie Wer zum Beispiel ist das denn überhaupt? Sag mal, ich habe keine Namen jetzt. Ich meine, Nein, Namen nicht, aber mein Freund arbeitet zum Beispiel am Wochenende als Kellner in einer Kneipe. Ja. Und wenn ich dann halt auch des Öfteren mal da bin am Wochenende und man lernt ja immer irgendwie neue Leute kennen, die da drin sind. Mhm. Und die erste Frage ist dann meistens halt, bist du alleine da und bist du solo? Mhm. Ne? Und wenn ich dann sage, nein, ich bin nicht solo und erkläre das dann und das sind dann halt diese Sprüche, die dann einfach nervig sind. Musst du durch. Ja, musst du durch. Sicher. Wirklich, das ist nicht schlimm. Wichtig ist, dass ihr beide miteinander gut klarkommt, dass ihr euch lieb habt. Genau, und so, dass meine Tochter mit ihm klarkommt. Und ja, es gibt sogar eine Tochter und die kommt auch mit ihm klar. Und er mag das Kind auch. Ja, also die Kleine, die hängt mit einer kindlichen, abgöttischen Liebe an ihm. Das ist perfekt. Das ist unglaublich. Also Sandra, Augen zu und durch, einen frechen Spruch dir ausdenken, den dagegen setzen und dann vergiss es einfach. Leb dein Leben. Mein Freund sagt immer, lass dich davon nicht fertig machen. So, das sage ich dir auch. Das sage ich dir auch. Das ist einfacher gesagt als getan. Ja gut, aber was ist denn die Alternative? Die Alternative ist, das, sich mit so einem Quatsch auseinanderzusetzen und sich das Leben kaputt machen zu lassen. Nee, das ist... Also, Sandra, alles Gute für euer junges Glück. Und schöne Grüße an deinen Freund. Mach ich. Tschüss. Dankeschön. Jo, tschüss. So, meine Lieben, morgen ist Nadel ist morgen bei mir. Nadja Abdel Farag ist morgen mein Gast in meiner Sendung und ihr könnt mitmachen. Morgen um 11:45 beginnt die Sendung hier im WDR Fernsehen. Genauso wie heute, Telefon-Talkshow. Ich unterhalte mich mit Nadel und ihr könnt euch natürlich auch unterhalten mit Nadel. Ihr könnt anrufen. Wenn ihr euch schon mal anmelden wollt für das Gespräch, dann mailt doch heute. Mailt unter domian@wdr.de, schreibt kurz drauf, was ihr fragen wollt oder was ihr sagen wollt und vergesst nicht, die Telefonnummer auch drauf zu schreiben. Morgen mein Gast, Nadja Abdel Farag, Nadel, um 11:45 im WDR Fernsehen und eine Stunde vorher übrigens morgen sind auch unsere Leitungen schon wieder geschaltet, die 0800 220 50 50 und ihr könnt dann natürlich morgen vor der Sendung auch anrufen. Hier ist Jennifer und Jennifer ist 16. Hallo Jennifer. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Warum hast du angerufen? Also mein Thema ist die Eifersucht. Ich bin tierisch eifersüchtig. Aha. Und zwar, ich habe einen Freund seit über 8 Monaten, wo ich auch sehr stolz drauf bin, zusammen zu sein. Ja. Und durch die Eifersucht habe ich natürlich Angst, ihn zu verlieren. Warum bist du so stolz auf ihn? Weil der ist so verständlich, so liebevoll. Wenn es mir nicht gut geht, dann kommt er, nimmt mich im Arm, tröstet mich. Ja. Und das ist sehr bewundernd. Wie alt ist er? Er wird dieses Jahr 18. Er wird dieses Jahr 18? Ja. Mhm. Und ist er so ein Typ, dass viele Mädels sich nach ihm umgucken und würden auch gerne mit ihm zusammen sein? Keine Ahnung. Also ja, ich habe da weniger Ahnung, aber... Ja, das merkt man ja, wenn du mit ihm rausgehst und so, gucken die Mädchen, die anderen? Manchmal ja. Ja. Und also das ist schon überhaupt nichts für mich, sag ich mal. Weil, und zwar, er war auf Karnevalumzug in Düsseldorf. Ja. Und den haben sie auch im Fernsehen übertragen. Ja. Und ich habe die ganze Zeit auch Fernsehen geguckt, habe immer gehofft, ihn zu sehen. Ja. Aber bei mir ist es so, ich stelle mir dann immer so Bilder vor. Und zwar, ich habe mir irgendwie vorgestellt, auf einmal sehe ich ihn im Fernsehen, dass er mit einer anderen küsst oder so. Und ich habe dann auch den ganzen Tag geweint und alles, habe mit ihm telefoniert. Och, Jennifer. Ja. So schwer machst du dir das Leben.
Ich weiß, gibt es denn irgendwie in diesen 8 Monaten einen Anlass, dass er mal vielleicht mit anderen Mädels geflirtet hat in deiner Anwesenheit, dass er sehr dem Mädchen nachguckt auf der Straße oder irgend sowas? Gibt es irgendeinen Anlass? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt gar nichts. Er ist sehr nett zu dir, er hat dich sehr lieb, er nimmt dich in den Arm, wie du es gerade gesagt hast. Und eigentlich ist alles in Butter. Ja, aber wir haben schon überlegt, woher auch meine Eifersucht kommen könnte. Ja. Und wir haben überlegt, es könnte sein, weil ich komme mit mir selber überhaupt nicht klar. Ich mag meinen Körper nicht. Mhm. Und das ist für mich auch so ein Riesenproblem. Was magst du denn in deinem Körper nicht? Nein, dann finde ich die Beine zu dick. Und weil ich mit der Oberweite nicht so viel habe. Also das ist sehr schwer für mich, weil ich sag mal, wenn man die dann in der Schule oder so sieht, dann denkst du, da kommen so super tolle Mädels vorbei und dann könnte dein Freund schwach werden und die lieber angucken als dich. So, solche Gedanken gehen dir im Kopf rum. Ja. Diese Eifersucht, du hast dir gerade ein Beispiel gebracht mit dem Karnevalsumzug. Mhm. Was gibt es denn sonst noch so für Beispiele, wo du sehr eifersüchtig bist und es ihm dann auch sagst? Zum Beispiel, wir haben ja Internet und dann schreibt man ja schon mal so. Und wenn, er schreibt ja dann auch manchmal mit Mädchen oder so. Und wenn er dann schon manchmal die ICQ-Nummer rausgibt oder den Mädchen Komplimente macht, das ist, sag ich mal, auch nichts so für mich. Also da werde ich auch schon eifersüchtig. Mhm. Sagst du es ihm dann auch immer? Ja. Ja? Und wie reagiert er darauf? Ja, ich sag mal, er sagt eher zu mir, ja, du brauchst doch keine Angst haben, ich liebe dich doch auch so und so wie du bist und alles. Also er versucht dann auch immer... Er versucht zu beschwichtigen und zu trösten und sagt, es gibt gar keinen Grund. Ja, ne? Macht er. Ja. Da hat gerade jemand im Hintergrund gehustet. Ist er das? Ja. Gib's ihm immer Leben. Magst du? Ja, so mache ich gerne. Ja, das wäre doch schön. Guten Morgen. Ja, hi, grüß dich. Wie heißt du? Ich heiße Malte. Malte, hi Malte. Jetzt habe ich gerade die Geschichte gehört, dass Jennifer so wahnsinnig eifersüchtig ist. Ja. Ist das ein Problem für dich? Nervt dich das manchmal? Ja. Schon, ne? Weil du bist ihr absolut treu gewesen in den letzten Monaten? Überhaupt, also da lief oder da ist überhaupt nichts vorgefallen. Gar nichts. So, absolutes Ehrenwort, da ist nichts vorgefallen. Ja. Und du hast sie sehr lieb? Ja. Ja. Und sie hat gerade was gesagt, dass sie sich nicht schön findet, die Beine und die Oberweite und so. Wie stehst du dazu? Also ich finde, sie ist wunderschön, sie gefällt mir auch. Mhm. Und ich weiß nicht, wieso sie an sich rumnörgelt. Ja. Hast du ihr das auch schon mal so gesagt, dass dir das ein bisschen auf den Geist geht, wenn sie immer und immer wieder da rumstochert mit der Eifersucht und dir etwas unterstellt quasi? Also ich glaube, sie merkt das selber. Ja. Bei meinen Reaktionen. Ja. Weil ich dann auch immer manchmal ein bisschen beleidigt bin. Ja. Ja, du bist ja auch zu Recht beleidigt, weil sie unterstellt dir ja etwas und zur Liebe gehört Vertrauen, ne? Ja, und meistens übertreibt sie ja noch ein bisschen. Mhm. Also, für dich ist es gar kein Ding, du möchtest mit deiner Freundin, mit Jennifer zusammen sein und du hast sie so lieb, wie sie ist und da gibt's gar nichts zu diskutieren. Ja. Ja. Malte, das ist gut, dass ich das von dir gehört habe. Gibst du sie mir nochmal bitte? Ja, mach ich. Tschüss. Tschüss. Ja, da bin ich wieder. Ja, so Jennifer, das war ja sehr gut, dass ich von ihm ein paar Worte gehört habe. Ja. Jetzt musst du mir mal Folgendes versprechen. Ja. Du musst dich jetzt anstrengen, deine Eifersucht ein bisschen runterzufahren. Und ja, lass mich erst entsprechen. Okay. Die Eifersucht darf nicht so rauskommen, wie du sie empfindest. Weil du nämlich, du hast da wirklich, glaube ich, einen sehr netten Jungen. Und der hat dich sehr lieb, so wie er mir das gerade gesagt hat. Und er nimmt dich auch so an, wie du bist. Und er findet dich auch so schön, wie du bist. Ja, das weiß ich. Wenn du jetzt zu sehr immer wieder eifersüchtig bist und ihm auf die Nerven gehst, machst du eure Beziehung kaputt. Glaub es mir. Das geht ihm, irgendwann geht ihm das auf die Nerven. Das weiß ich und da habe ich auch sehr große Angst. Mhm. Ich sag mal, wenn wir Probleme haben oder so, da reden wir drüber. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Und wir sind auch im Moment schon auf der Suche nach einem Therapeuten für mich. Ja. Aber da ich ja erst 16, fast 17 bin, ist es schwer für mich einen zu finden, weil für mich würde es helfen, mit einem darüber zu sprechen. Okay, da können wir dir vielleicht ein bisschen behilflich sein. Du wirst gleich noch mit meiner Psychologin, mit der Magdalena, sprechen. Oh, das wäre sehr lieb. Ne? Das soll das Problem von allen Seiten angehen. Wenn du schon von dir aus bereit bist, Hilfe von außen zu suchen und anzunehmen, wunderbar. Und du musst selbst natürlich auch den Willen dazu haben. Aber den hast du, ne? Dass den Willen, den habe ich. Ja. Also ich würde alles dafür tun,
um diese Eifersucht wegzukriegen, ja? Dann okay. würde ich mich super fühlen. Das ist doch ein Wort. Da müssen wir es auch irgendwie hinkriegen und schaffen. Ja. Wir versuchen dir jetzt gleich noch ein bisschen zu helfen in Sachen Beratung, Therapie und so etwas. Und du musst von deiner Seite, bevor das losgeht, das geht ja nicht von heute auf morgen los. Das weiß ich. Ne, kann man ja schon mal ein bisschen an sich auch arbeiten. Und man kann sich auch ein bisschen am Riemen reißen. Ich versuch's auch. Ja, und das musst du immer wieder versuchen, wenn es auch manchmal nicht klappt. Aber man muss es halt wollen und immer wieder das in die Augen nehmen. Das Ziel, was man vor Augen, was man sich gesetzt hat. Ja. Ne? So, jetzt legst du auf und meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich an. Und ich wünsche dir und euch beiden alles Liebe, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war unsere Jennifer. 0800 220 5050. Morgen ist mein Gast Nadel, Nadja Abdel-Farag, 11:45 WDR Fernsehen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr alle dabei sein werdet. Suna ist hier. Suna, 21 Jahre. Hallo Suna. Hallo. Grüße dich. Hallo. Dein Thema. Mein Thema. Ich habe kein Selbstbewusstsein mehr. Warum nicht? Keine Ahnung. Das ist ganz schlimm. Also das ist so... Du sagst, ich habe kein Selbstbewusstsein mehr. Das bedeutet, ja. dass es vorher mal da war? Ja. Und es ist irgendwas passiert? Genau. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Also ich habe vor 3 Jahren geheiratet. Mhm. Und ich habe auch ein Kind. Ja. Und ich bin eigentlich auch glücklich in meiner Ehe. Klar, Probleme hat jeder, aber ich habe jetzt nicht so große Probleme oder mhm. so. Und irgendwie seitdem ich verheiratet bin, ich fühle mich so, weiß ich nicht, so nicht mehr... früher war das so, dass ich immer auf die Menschen zugegangen bin. Mhm. Dass ich, egal wo was war, war ich auch. Wenn irgendwo eine Party war, war ich auch dabei. Mhm. Und jetzt bin ich komplett das Gegenteil davon. Du hängst zu Hause ab? Genau. Hängst du rum, hast keine Lust mehr auf irgendwas? Genau, so ist das. Dürftest du denn, wird dein Mann das erlauben? Ja, natürlich. Er will ja selber gerne mit mir weggehen. Ach so. Und dann sagst du, ach ne, ich habe keine Lust, lass uns zu Hause bleiben. Ich bin, genau, und bist, verkrieche ich mich. Du bist träge auch. Ja. Du verkriechst dich. Verkriechen, genau. Verkriechen heißt immer so, ich habe auch ein bisschen Angst vor Menschen und möchte mich nicht auseinandersetzen mit Leuten. Ist das so? Oder ist das also einfach eine ist jetzt so, wenn ich mit meiner Tochter rausgehe auf dem Spielplatz oder so, mhm. also wenn mich da so Mütter ansprechen oder so, ich rede auch mit denen, ich lerne da auch immer Leute kennen. Mhm. Das ist nicht das Problem. Ich habe auch viele Freundinnen, ja. die auch mit mir viel unternehmen würden. Ja. Aber das Problem ist, ich bin so unzufrieden mit mir. Mhm. Woher, da müssen wir das mal überlegen und ein bisschen rumbohren. Woher kommt diese Unzufriedenheit? Also erstmal habe ich zugenommen. Warum hast du zugenommen? Ja, ich war schwanger. Ja, wie viel hast du jetzt, wie viel wiegst du im Moment? Das sage ich voll ungern. Nee, komm, ist egal, damit wir müssen offen reden, dann kann ich mir ein Bild machen. Also ich habe 20 Kilo zugenommen. Und wie viel sind es jetzt? 85. 85. Bei einer Größe von? 1,65. Ja. Ja, ist schon ein bisschen viel, ne? Ja. Ja. Mhm. Zu viel. Ja. Hast du dich denn schon bemüht, das wieder runterzukriegen? Ja. Ja. Wie alt ist das Kind? 1,5. 1,5. Mhm. Mhm. So, okay, das ist jetzt eine Sache, was ich schon gut verstehen kann, dass man da als Frau dann sehr unzufrieden ist. Eigentlich ist es schon die Hauptsache. Ah, ja. Fast schon, weil man kann nicht mehr das tragen, was man immer getragen hat. Mhm. Und wenn man weggeht, dann möchte man ja auch gut aussehen. Und was machst du denn dagegen, das wieder runterzukriegen? Gegen den Speck? Ja, irgendwie, ich fange was an. Und ich fange zum Beispiel eine Diät an. Ja. Und dann halte ich das nicht durch. Ja. Und weil ich das dann nicht durchgehalten habe, dann fühle ich mich noch schlechter. Noch mehr unzufrieden dann. Genau. Ja. Und dann sage ich zu mir so, ach egal, lass doch, scheiß drauf, Entschuldigung, aber so denke ich, ja. Nochmal die Frage, bezogen auf die Ehe, die Beziehung mit deinem Mann. Ja. Bist du da wirklich zufrieden mit? Ja. Ja. Also das. Also er sagt ja nicht zu mir, oh, du bist zu dick oder so. Mhm. Also überhaupt nicht. Ja. Er sagt ja auch immer, komm, lass uns Klamotten kaufen gehen. Ja. Lass uns zusammen ins Fitnessstudio gehen. Also er macht Fitness. Ja. Und er sagt immer, komm doch mit, mach mal. Was ja eine gute Idee ist. Aber das machst du nicht, ne? Ja, weil ich mich nicht unter die Menschen traue. Weil du denkst, ich bin zu dick? Genau, und dass jeder auf mich gucken wird und jeder denken wird, oh Gott, was will die denn hier? Genau, das ist ja mein Aber Problem. Im Fitnessstudio ist doch genau das angesagt. Kommen da nur viele Leute hin. Gut, da gibt's die super tollen, die schon geschafft haben, aber da gehen ja auch nur genau die hin wie du, die es schaffen wollen und die sehen im ersten Moment ja eben nicht so doll aus. Aber im Fitnessstudio ist das doch egal, da ist man doch quasi unter sich. Eigentlich schon. Also wenn es nur, ich weiß es ja nicht, wenn es jetzt nur an diesen 20 Kilo liegt, das Problem müssen wir in den Griff kriegen.
Also das ist ja auch ganz schlimm geworden mit meinem Selbstbewusstsein. Also meine Ehe wird, also es leidet ja auch ein bisschen darunter. Mhm. Gibt es Missstimmungen in der Ehe? Nochmal bitte? Gibt es auch Missstimmungen in der Ehe, dass ihr euch streitet ab und zu? Ja, natürlich, weil ich schlechte Laune habe. Mhm. Also ich kriege ja richtig schlechte Laune dadurch. Habt ihr Sex miteinander noch? Ja, klar, ja. Das auf jeden Fall. Mhm. Ja, hätte ja sein können, dass das auch... Nein, das ist nicht das Problem. Ja. Nur, ich weiß, ich habe immer schlechte Laune und dann lasse ich das an ihn raus. Und er kann ja ein, zwei Mal ein Auge zudrücken, aber nicht immer. Ich finde, du bist schon einen guten Schritt weit. Nämlich, du siehst das alles so ein. Ich sehe alle meine Fehler. Ja, das ist doch schon mal gut. Ne? Nein, das ist nicht bescheuert. Das ist doch gut. Es wäre noch viel komplizierter, wenn du die Fehler nicht sehen würdest und einfach nur so ein dumpfes, unwohles Gefühl hättest. Aber du hast du weißt, woran es liegt. Das heißt, der erste Schritt zur Selbsthilfe ist schon gemacht. Du musst jetzt nur auch was unternehmen und es diszipliniert durchziehen. Du gehst jetzt ab nächste Woche mit deinem Freund ins Fitnessstudio zum Beispiel. Ein Anfang. Und es ist völlig egal, wenn da ein paar Leute gucken, dass du ein paar Pfunde mehr hast. Das ist völlig wurscht. Das ist völlig wurscht, Herr Suna. Mhm. Wirklich. Und ich glaube, du musst dir einfach kleine Selbsterfolgserlebnisse zu billigen und zukommen lassen, damit du wieder in bessere Stimmung kommst. So ist das ja wie so ein träger, nasser Sack, ne? Du hängst einfach ab und wirst immer unzufriedener, je weniger du tust. Genau, so. Das ist das. Und irgendwie komme ich mir auch so vor, irgendwie, als würde ich gar nichts mehr tun können. So. Und wenn man es optimal, objektiv alles sich anschaut, du hast einen Mann, den du liebst. Ja. Du hast eine Ehe, in der du glücklich bist. Ja. Du hast ein gesundes Kind. Genau. So, das sind ja schon mal ganz glückliche Voraussetzungen für ein gutes Leben. Und du bist selbst gesund. Ja. So. Jetzt wird nicht mehr gejammert, jetzt wird sich selbst in den Hintern getreten. Und das musst du selbst machen. Das fängt an jetzt mit dem Fitness. Fitness, Fitness, Fitness. Und du wirst es schaffen. Und wenn du das schaffst, weiß ich jetzt, dreimal in der Woche oder wie oft geht dein Mann ins Studio? Viermal. So. Und wenn du dreimal in der Woche zum Beispiel mitgehst, ist es schon ein Erfolgserlebnis. Und wenn du es durchziehst. Und wenn du jedes Kilo, was runtergeht, da bist du stolz drauf. Ich garantiere es dir. Das stimmt. Ja, und dann wirst du auch wieder ein bisschen mehr Mumm haben, rauszugehen und vielleicht auch irgendwie wieder feiern zu gehen oder mit deinen Freundinnen was zu unternehmen und so weiter. Jetzt musst du musst dich jetzt wirklich richtig, du musst dir einen Tritt geben. Okay. Aber wirklich. Okay. Das werde ich jetzt. Ne? Von nix kommt nix. Und du musst dir das wirklich nochmal vor Augen halten, dass du eigentlich ein Glücksleben hast. Ja, und das ist, also, wenn ich das auch nochmal kurz ansprechen darf, das ist eigentlich auch das, was mich irgendwie voll stutzig macht. Ich meine, ich habe ja eigentlich alles, was ich brauche. Mhm. Ich hatte vielleicht ganz zu Anfang mal ein bisschen Probleme in meiner Ehe, weil diese Eingewöhnungsphase und so, das war schon ein bisschen schwieriger. Aber jetzt, ich meine, wir haben weder finanzielle Probleme, noch so Probleme, so miteinander klarzukommen oder so, oder mit unseren Familien. Mhm. Freunde habe ich auch. Mhm. Wenn ich mal so nachdenke, dann denke ich immer, eigentlich hast du ja alles, was du brauchst. Ja. Also, ich weiß einfach nicht, was mit mir los ist. Ich erkenne mich selber nicht mehr. Deswegen habe ich gerade auch so intensiv nachgefragt, liegt es jetzt nur an den Funden? Oder liegt es vielleicht auch an irgendeiner Unzufriedenheit, vielleicht würdest du auch gerne beruflich noch wieder mal... Ja, das könnte auch sein, weil ich habe immer gearbeitet oder immer irgendwas getan. Gut, und darüber kann man ja nachdenken. Ja, ich bin gerne Mutter. Ja, du kannst. Es reicht nicht so. So, ist doch ein Wort. Das heißt, du kannst doch eins nach dem anderen. Jetzt gehst du erstmal in die Funde und dann kannst du ja sehen, dass du allmählich auch irgendwie wieder was arbeiten kannst. Das machen ja tausend andere Frauen auch. Du musst jetzt nicht ewig zu Hause sitzen. Das kann natürlich auch sein, dass das ein Stück Frustration ist, dass du einfach da abhängst und irgendwie sagst, das reicht mir nicht aus so. Es gibt Frauen, denen reicht es aus, ist ja auch okay, aber wenn du anders gestrickt bist, dann musst du es ja anders auch organisieren. Ja, und das ist irgendwie auch das Komische. Also ich wollte das hier so machen, dass ich meine Tochter in den Kindergarten bringe und dass ich dann arbeiten gehe. Und irgendwie, das ist ja alles so... Aber egal, ich werde das jetzt erstmal so machen, dass ich erstmal Sport mache. Erstmal Sport? Und dann musst du sehen, dass du eine Aufgabe wieder hast, die dich ein bisschen befriedigt. Oder die dich sogar gut befriedigt, neben dem Kind. Ja, ich brauche irgendwas, auf jeden Fall. Ja, das höre ich schon gerade raus. Mhm. Weil sonst wird das, so geht das auf jeden Fall nicht mehr weiter. So, das war jetzt der erste Schritt heute Abend, dass wir so klar darüber gesprochen haben. Ja, vielen Dank nochmal. Liebe Suna, alles Gute. Ja. Tschüss. Ich dir auch. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Was lese ich da gerade, was meine Kollegen... da einblenden, Jürgen Bohlt mit Nadel.
Hä? Jung Bolt mit Nadel? Nadel ist morgen bei mir. Um 11:45 WDR Fernsehen ist Nadja Abdel-Farag mein prominenter Gast und ihr könnt mitmachen, ihr könnt anrufen und euch mit Nadel unterhalten, sie fragen, alles fragen, was ihr schon immer Nadel mal fragen wolltet. Ihr müsst dann nur anrufen, eine Stunde vorher sind die Leitungen geschaltet oder ihr mailt am besten jetzt schon unter domian@wdr.de. Carola, 48 Jahre alt. Hallo Carola. Carola, ja, hallo, hi. Domian. Carola, machst du bitte den Fernseher oder das Radio ganz leise? Ja, ich mach das sofort. Den Ton ganz runterdrehen. Ja, habe ich. Ja. So. Carola, um was geht's bei dir? Das ist, ich leide immer noch darunter, dass mein Bruder verstorben, also sich umgebracht hat. Und ich bin der Meinung, dass ich die Schuld habe. Wann hat er das getan? 97. 97? Ja. Wie alt war er da? Oh. 44. Mhm. Wie hat er sich umgebracht? In der Garage, also, und die Kriminalpolizei hat gesagt, also auf professionelle Art. Also sowas kann man eigentlich nicht alleine machen. Aber er hat mich ja noch angerufen gehabt, hat sich von mir verabschiedet. Also er hat in der Garage den Motor angelassen? Nein, er hat sich aufgehängt. Ach so. Was heißt auf professionelle Art? Das hat die Kriminalpolizei gesagt. Er hat sich so aufgehängt, dass seine Frau ihn morgens finden musste, wenn sie von der Arbeit, sie ist Altenpflegerin gewesen. Und er hat sich dann so professionell aufgehängt, dass die Kriminalpolizei gesagt hat, das kann man gar nicht alleine gemacht. Ach so, es wurde ein Verbrechen sogar vermutet. Ja. Aber das ist nicht der Fall gewesen. Nein. Er hat mich ja abends noch, er wollte ja hier einziehen, also ich hatte ja zu ihm gesagt, er kann bei mir einziehen. Nur ich war in diesem Moment gerade das erste Mal wieder verliebt und habe nicht so an ihn gedacht. Also du hast gerade gesagt, du wirfst dir etwas vor und du hast große Schuldgefühle. Ja, das heißt, seitdem bin ich ja auch krank. Das heißt, der Bruder hatte eine Krise in seiner Ehe damals. Ja. Ja. Und wollte zu dir ziehen. Ja. Du hast verliebt. Und ich habe gesagt, ja, kann er ja auch. Er hat mich auch abends noch angerufen und er hat gesagt, ich komme und morgens, ich sage ja, das Zimmer ist frei, habe ich ja frei gemacht für ihn. Ja, aber? Und dann kam er ja nicht. Achso, du hast ihm halt das angeboten, dass er kommen kann. Ja. Aber weil du gerade gesagt hast, du wärst frisch verliebt gewesen und... Ja, genau. Und deshalb, er hat mich ja abends noch um 10:30 angerufen und hat zu mir gesagt, Carola, ich komme. Und dann habe ich gesagt, ja, ist alles fertig. Ich habe ihn hier alles fertig hinten gemacht, wo ich früher geschlafen habe. Ich habe ja auch 3 Kinder gehabt. Ja. Also noch. Ne? Aber dann kam er ja nicht. Und ich war so verliebt, ich habe ihn wieder angerufen. Achso, du machst dir den Vorwurf, dass du nicht nochmal angerufen hast. Ja. Aber du hast ihm gesagt, du kannst kommen. Ja, natürlich. Das ist doch schon mal ganz viel. Er soll doch auch Brot mitbringen noch, weil ich nicht genug Brot hatte für sein Arbeitsbrot morgens. Aufschnitt und so hatte ich ja alles. Aber als er dann nicht gekommen ist, warst du da nachdenklich und hast dir überlegt, warum kommt er jetzt nicht? Oder hast du gedacht, naja. Das ist ja das Schlimme. Ich habe doch dann nur an meine Verliebtheit gedacht. War dieser Mann, in den du verliebt warst, zu der Zeit auch in deiner Wohnung? Ja. Und du hast dann gedacht, vielleicht hat es dich wieder eingerenkt mit deinem Bruder. Nein. Nein, das nicht. Habe ich nicht gedacht. Ich habe immer auf ihn gewartet, also wir jetzt hier, weil das ja so abgesprochen war. Und er kam einfach nicht. Und dann morgens um 8:30 kommt der Anruf. Mein Bruder ist tot. Ihr hattet ein enges Verhältnis miteinander? Ja, ja. Hat er dir eine Nachricht hinterlassen? Nein, nur für meinen Sohn. Für deinen Sohn? Den Ältesten. Und was steht in dieser Nachricht drin? Ich kann nicht... Ich will dich eigentlich nicht verlassen und du bist mein Patenkind und pass auf deine Mutter auf. Ja, mehr nicht. Hast du das vorher, so Wochen oder Monate vorher auch bemerkt? Wie sehr? Ich habe es gemerkt. Er kam an und fragte, weil mein Freund aus dem Osten kam. Und da sagte er zu mir nur, Mensch, kann der nicht eine Waffe besorgen und sowas alles? Ich sag, wozu brauchst du die denn? Ich war zu verliebt. Ich habe gar nicht richtig geschnallt, was er eigentlich vorhat. Ich war einfach
Ach, tut mir so leid. Also hat sich diese Tat lange in ihm vorbereitet. Ja, er hat sich ja auch schon versucht, das habe ich ja auch nachher erst erfahren, dass er sich mit dem Auto schon versucht hat umzubringen. Da ist er so schnell von der Autobahn in die Kurve und die man da abfährt. Und da hat er versucht, aber das ging dann daneben. Das habe ich ja alles nachher erst erfahren. Komm, lass uns mal überlegen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich werde damit einfach nicht fertig. Lass uns mal überlegen. Ich bin nur noch 52 Kilo. Ich bin 1,72 groß. Ich leide seit Jahren jetzt da dran. Macht dir jemand anderes auch einen Vorwurf? Ich denke, meine Kinder. Du denkst oder ist es wirklich so? Ich denke, nein, es ist so. Gibt es ein Anzeichen für, dass das begründet ist, dieses Denken? Ich glaube, ja. Hast du sie mal gefragt, ganz offen? Mein Bruder? Oder meine Kinder? Nee, die Kinder, ob die dir Vorwürfe machen. Ja. Und was haben sie gesagt? Dass ich mehr auf meinen Bruder Hilfe eingehen soll. Er hat uns alles immer geholfen. Immer. Ich bin geschieden gewesen und so. Und meine Tochter hat geheiratet und er hat alles für meine Tochter gemacht. Also er war immer da für uns, auch wenn ich so am Ende war. Und er war immer da. Und ich habe ihn so in den Stich gelassen. Die Kinder haben das wirklich so zu dir gesagt? Ja. Wenn du in dieser Nacht nochmal angerufen hättest, spielen wir das ja, mal. Ja, genau. Was? Er hat mich ja noch angerufen. Er hat dich angerufen, ich weiß. Ich frage jetzt mal, wenn du nochmal zurückgerufen hättest. Ich glaube, dann wäre das nicht passiert. Oder ich wäre hingefahren oder irgendwas. Aber dann wäre es vielleicht am nächsten Tag passiert. Weißt du, worauf ich hinaus will, Carola? Ich glaube ja, wenn jemand so etwas, vor allen Dingen, so hast du es ja gerade auch beschrieben mit der Waffe und so weiter. Wenn jemand das so lange in sich herumträgt, mit sich herumträgt und es sich vorbereitet, dass man da, und dieser Mensch gar nicht so sehr viel spricht, und das ist ja offensichtlich der Fall gewesen bei deinem Bruder, dass man da gar nichts gegen machen kann. Dass die Dinge das sage ich mir ja auch immer. Meine Psychologin hatte ja auch gesagt, Mensch, machen Sie sich doch nicht so viel Vorwürfe. Aber ich hätte doch was tun können. Die Frage ist, was hättest du tun können? Hinfahren. Ja, vielleicht an dem einen Tag, wie gesagt. Aber sein Leid wär nicht verändert geworden dadurch. Nein, er hat seine Frau so geliebt, also so abgöttisch. Und er konnte das einfach nicht vertragen, dass sie einen anderen hatte. Er hat aber nie vorher mit dir... also die Dramatik war dir vorher nicht klar, obwohl Nein. du so eine Ahnung hattest. Nein, ganz bestimmt nicht. So, das ist doch auch ein wichtiges Argument. Weißt du, du müsstest dir Vorwürfe machen, wenn dir die Dramatik klar gewesen wäre und du im Nachhinein sagst, ich habe das einfach übergangen. Aber er hat ja doch sehr viel verschwiegen, ne, was in ihm vorgeht. Ja, das, genau das meine ich. Ich finde, dass man sich dann Vorwürfe machen muss, wenn jemand ganz klar das gesagt hat, wie schlecht es ihm geht. Domian, ich hätte doch einfach nur mal zuhören müssen, den Abend, wo er sagte, ja, dann... Klammer dich nicht an diesem einen Abend so fest. Ich glaube, dieser Abend, wenn es an dem Abend nicht passiert wäre, wäre es an dem nächsten Abend passiert, wenn er es sich so vorgenommen hat zu tun. Mensch, das war doch mein einziger Verwandter noch, also... Wir haben doch keine Eltern mehr. Meine Mutter verstorben, mein Vater tot, auf mysteriöse Weise jetzt. Und das ist doch nicht normal. Du bist in psychologischer Behandlung, sagst du? Ja. Wie lange schon? Oh, seit 2001. Ja, und es hilft dir nicht sehr viel weiter? Nein, überhaupt nicht. Weil die ich war schon in der Klinik. Ich habe schon 3 Monate da bin ich gewesen in der Psychiatrie. Ich komme mit meinem Leben überhaupt nicht klar. Und das hat alles damit zu tun? Ich wiege nur noch 52 Kilo, ich bin 1,78 groß. Das heißt, vorher war dein Leben in Ordnung und seitdem ist alles zusammengebrochen? Alles. Ich komme überhaupt nicht mehr klar. Ich habe gearbeitet, trotz meiner 3 Kinder. Ich kann nichts mehr. Liebt es diesen Mann noch, in den du damals verliebt warst? Nein. Das heißt, habe ich ja dann gleich... Ich konnte nicht mehr.
Ich habe gesagt, nein, mein Bruder lebt nicht mehr, jetzt will ich auch kein Vergnügen mehr haben. Das heißt, du bestrafst dich sehr mit indem du dich so verhältst. Und du bestrafst dich schon seit Jahren sehr. Ja, sehr, sehr lange. Und ich kann dann einfach nicht drüber hinweg. Und da hilft keine Psychotherapie und da hilft nichts mehr. Ich bin nur am Weinen und ich wiege nur noch 42 Kilo. Und aber lass uns mal eine ganz andere Sache überlegen. Ja. Wenn dein Bruder das jetzt alles mitbekäme, wenn der sehen würde oder sehen könnte, wie sehr du dich quälst und wie sehr du leidest und wie du dein Leben auch kaputt machst. Ja. Meinst du, das würde er wollen? Nein, ich glaube nicht. Nein, er war immer stolz auf mich. So, das er war immer stolz so, auf mich. Genau das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, ich kenne eure Familie nicht, aber so wie du es jetzt beschrieben hast, ich bin sicher, dass dein Bruder nicht haben würde wollen, dass du so lebst, wie du jetzt lebst im Moment. Nee, das glaube ich auch nicht, weil er... So, und das müsste Grund genug für dich... Wir haben auch immer zusammengehalten, als unser Vater tot war. Da war ich gerade 12 Jahre alt. Ich bin ans Grab gegangen und hab... Carola, ich will dir was sagen. Ich kann es verstehen, dass man da Schuldgefühle hat. Ja, ich glaube objektiv gesehen hast du keine Schuld. Aber ich kann verstehen, dass man sie hat. Ich kann auch verstehen, dass einen das sehr umhaut. Ja. So, aber irgendwann musst du die Bremse ziehen, sonst geht dein Leben kaputt. Ja, ist doch schon. Noch ist es nicht ganz kaputt. Noch kannst du. Ich habe jetzt noch mal einen kleinen Sohn hier. Die anderen sind ja schon ausgezogen. So, du trägst Verantwortung. Du trägst Verantwortung für deinen kleinen Sohn. Ja. Und dein Bruder würde wollen, dass du dich aufrappelst und Schuld hin, Schuld her, dass du dein Leben wieder gut lebst. Dein Bruder würde wollen, dass du auch wieder mal irgendwann glücklich wirst. Da könnte ich schwören, dass dein Bruder das will. Und das musst du dir vor Augen führen. Ich glaube, dieser Gedanke, diese Überzeugung ist die allerbeste Psychotherapie, die man sich überhaupt selbst aneignen kann. Nur dieser Gedanke, würde mein Bruder wollen, dass ich so leide? Nein, das würde er nicht wollen. Also kämpfe jetzt dagegen an. Du hast schon genug gelitten und du hast auch genug Buße getan. Für das, was vielleicht da an Schuld ist. Ich weiß es nicht, ich will es nicht beurteilen. Jetzt ist es gut. Doch, ich hätte doch nur drauf hören sollen. Ja, aber das kannst du jetzt nicht dein ganzes Leben lang sagen. Aber es ist so. Ja, dann mag es vielleicht so sein. Dann akzeptiere. Du kannst dir nicht vorstellen, wie man darunter leidet. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Das ist so. Aber du kannst es dir natürlich auch, ich sag's wir mal. Wir waren doch nur noch alleine. Carola, ich sag jetzt mal, pass mal auf, ich sag keine mal. Keine Eltern mehr, nicht. Ich sag mal was ganz Böses. Darf ich das? Du kannst dir jetzt in deinen Schuldgefühlen auch bequem machen. Kämpfe jetzt gegen dieses Gefühl an, im Sinne dessen, was dein Bruder gerne hätte. Mach es. Er hätte garantiert gewollt. Er war ja auch Patenkind von meinen Kindern. Er war immer da. So. Er hat die Hochzeit für meine Tochter mit ausgestattet. Er hat alles gemacht. So, und das sind genau die richtigen Gedanken. Er war immer da für mich. So, und er hat mich abgeholt, wenn es mir schlecht ging. So, Carola, jetzt brechen wir das Gespräch mal hier auf dem Sender ab. Ja. Ich habe dir jetzt mal einen sehr klaren Gedanken von mir gesagt. Vielleicht kannst du ein bisschen drüber nachdenken. Ich denke drüber nach. Und ich bin so froh, dass ich durchgekommen bin. Und ich habe das so oft schon versucht. Ja. Weil du so ein toller Typ bist. Du kannst mir wirklich mal was sagen. Ich danke dir sehr herzlich. Und ich wünsche dir jetzt sehr, sehr, sehr viel Kraft für das, was jetzt vor dir liegt. Aber denke an den wie Bruder. Soll ich das jetzt so lange vergessen? Wie kann ich das jetzt auf einmal abschreiben? Du sollst das nicht auf einmal meine abschreiben. Meine Psychologin, die sagt ja auch, das hat keinen Zweck. Sie haben immer die Gedanken. Da bin ich in Ginsterhof gekommen, 3 Monate. Ich mache mal einen Vorschlag. Wir beenden mal das Gespräch hier und rufen dich gleich nochmal an. Okay. Okay, so machen wir's. Carola, alles Liebe. Tschüss. Bernd, 31 Jahre. Hallo Bernd. Hallo, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Deswegen rufst du an, Bernd. Ja, ich bin erstmal total überrascht, dass es gleich beim ersten Mal geklappt hat, durchzukommen. Ja, manchmal geht das. Fast wie beim Lotto. Ja. Ich rufe eigentlich an, weil ich zumindest mal loswerden möchte. Ich habe im Januar auf einer Party meine jetzige Freundin kennengelernt, die 15 Jahre jünger ist. Und 15 Jahre, 16 ist sie.
Richtig, genau. Mhm. Und ein guter Freund von mir, oder ein wirklich sehr guter Freund, hat sich mitgebracht zu dieser Party, mhm. der Interesse bekundet hat an ihr. Mhm. Und sie hat sich aber dann zu mir orientiert. Mhm. Das hat jetzt im Nachhinein natürlich Folgen auf die Freundschaft. Mhm. Und ja, hinzu kommt, dass wir im Oktober unser erstes Baby erwarten. Oh, das ging auch flott. Ja. Warum ging das so schnell? Also, wir haben an alles gedacht, aber irgendwie ist auch alles schief gegangen, um es mal so zu sagen. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde, dass man genug weiß, wie man verhütet und sich schützt. Dass ja, es kommt hinzu, dass sie gesundheitlich Tabletten nehmen musste. Mhm. Und die Wirkung der Pille dadurch wohl geschwächt war. Gibt es auch noch andere Methoden? Doppelte hält besser? Ja, richtig, die kam auch, aber ich hatte vor etwa 5 Jahren eine Operation und die Vernarbung bei dieser Operation hatte wohl den Nachteil, dass ich also während des Aktes dann einen stechenden Schmerz bekam, so dass also das Kondom dann abgerutscht mhm. ist. Naja. Und wir wissen nicht, ob es dadurch passiert ist. Zumindest vom Zeitzyklus her muss das passen. Nun ist sie schwanger. Ja, richtig. Du bist mit ihr zusammen, ganz frisch. Ja. Sie ist 16, du bist 31. Und du sagst es alles schon mit einer gewissen Schwere. Ja, weil von meiner Seite her, also auch von meiner Familie und von meinem Freundeskreis her, waren sie natürlich alle erstmal so ein bisschen geschockt, klar. Mhm. Und hoffen natürlich das Beste für uns. Und was mir so zu schaffen macht, ist ihre Seite, ihre Familie. Mhm. Da ist als allererstes, als sie das gehört haben, gleich Abtreibung gewesen. Mhm. Und ja, ich sehe sie nun nicht jeden Tag, weil wir etwa 70 Kilometer auseinander wohnen. Mhm. Mhm. Und sie natürlich zur Schule noch geht. Und sie kriegt also zu Hause, sie ist gerade mal drinne und hat noch nicht mal ihre Sachen abgelegt. Schon kommen irgendwelche dummen Sprüche von Geschwistern und irgendwelche Vorhaltungen von den Eltern. Ja. Und also die Eltern sind dagegen, gegen eure Beziehung? Die sind auch dagegen, dass ihr das Kind bekommt? Ja, gegen Letzteres mehr. Aha. Bist du ihnen nicht zu alt vielleicht auch für sie? Ja, also die stellen sich schon die Frage, was will ich mit so einer Jungen und was findet sie an mir? Bist du denn richtig verliebt in sie? Ja. Sie in dich auch? Ja. Na, das war aber ein bisschen zögerlich jetzt. Ja, deshalb zögerlich, weil ich momentan so etwas Angst habe, dass sie den Druck nicht aushält und dass es vielleicht... Also die Entscheidung ist aber jetzt so von ihr und von dir gefallen, dass sie das Kind bekommt. Ja, mhm. ja. Und dass wir auch zusammenziehen wollen jetzt im mhm. Sommer. Mhm. Und dass sie die Basis, sage ich mal, die Grundlage, das Kind zu bekommen, eigentlich recht gut sind. Zumindest, weil ich auch berufstätig bin. Und ist sie denn nicht doch ein bisschen mulmig bei der ganzen Angelegenheit? Das ist noch so eine frische Beziehung. Ihr seht euch gar nicht oft. Du bist ja schon schwanger und nun geht's ans Zusammenziehen und es ist ein großer Altersunterschied. Ist ja alles sehr, sehr, sehr vage, ne? Geht dir da auch nicht ein bisschen so die Sorge in dir um? Ja, wenn ich jetzt Nein sagen wäre, wäre es gelogen. Mhm. Zumindest, sagen wir es mal so, ich habe Angst, dass sie diesen Druck nicht aushält und dass sie, ja, irgendwie... dass daran irgendwann, wir reiben uns zwischendurch mal, weil ich ihr das dann auch sage, dass ich dieses Gefühl habe. Mhm. Na, abgesehen davon, dass sie den Druck nicht aushält, ich meine auch so für dein Gefühl. Meinst du, hast du nicht auch ein bisschen Angst davor? Es ist ja alles ganz frisch und ganz neu, ihr kennt euch ja kaum. Ja, sicher, wir kennen uns natürlich jetzt erstmal gerade. Ja, kaum kennt ihr euch. Ja, das ist jetzt für Ende Februar, im Januar passiert. Ja. Und dann seht ihr euch so selten. Naja, an den Wochenenden auf jeden Fall mhm, und unter der Woche eben mehr telefonieren und... So, jetzt hast du mich angerufen. Warum eigentlich genau? Ja, weil ich eigentlich wissen wollte, was am besten zu machen ist, damit ich vielleicht auch diesen Konflikt bei ihr zu Hause besser bewältigen kann.
und vielleicht, wie ich dieses Gefühl auch loswerden könnte, dass sie vielleicht das doch nicht so aushält. Dass du das Gefühl loskriegst, dass sie es nicht mehr aushält. Ja, also... Ich meine, das ist natürlich auch eine heikle Situation, in die ihr da gelangt seid, geraten. Deswegen war ich gerade auch am Anfang so ein bisschen barsch. Du bist ein erfahrener Kerl. Da sieht man sich verdammt nochmal vor, dass man nicht gleich, wenn man mit einer 16-Jährigen ins Bett geht, dass die dann schwanger wird. So, aber nun ist es passiert. Nun ist es mal passiert. Dass das alles jetzt kompliziert ist, ist ja völlig klar. Ja, das Mädel ist noch in der Schule. Die Eltern sind ja nicht begeistert von, dass sie schon schwanger wird. Was ich verstehen kann, wäre ich auch nicht, wenn ich der Vater wäre. Aber nun hat man sich entschieden, das Kind zu bekommen. Es ist alles kompliziert. Das Einzige, was du tun kannst, ist, dass du signalisierst, dass du für sie da bist, dass du sie wirklich liebst, dass du alles bereit bist, alles zu machen und auch alle Konsequenzen zu tragen. Ja, den Rest musst du ihr und ihrer Familie überlassen, da kannst du gar nichts machen. Ja, es ist wirklich für mich einfach schwierig so, weil ihr Bruder oder zumindest auch gerade aktiv ihr Bruder sie ziemlich, was auch jetzt gerade die Schwangerschaft angeht, ziemlich oft piesackt, ne? Hast du denn das Gespräch schon mal gesucht mit den Eltern? Ja, wir haben uns auch schon mal zusammengesetzt. Ja. Und sie finden das also überhaupt nicht gut und sie würde sich ihre ganze Zukunft versauen und sie unterstellen mir, sie würde ihr abtreiben wollen, aber ich würde ihr das ausreden. Mhm. Ist das so? Nein, definitiv nicht. Mhm. Also ich habe auch oft sie gefragt und wir sind uns beide sicher, dass wir es wollen. Mhm. Wir haben uns auch schon, was das angeht, Beratung gesucht. Mhm. Ich glaube, der beste Weg ist, um in diesen Unfrieden, in diese Spannung etwas Ruhe zu bringen, dass du immer und immer wieder das Gespräch eben auch mit den Eltern und mit der Familie suchst, damit die eben auch ein Vertrauen zu dir aufbauen können. Mhm. Wissen die denn, dass die Entscheidung jetzt definitiv gefallen ist, dass sie das Kind haben möchte? Nein. Das wissen die doch gar nicht. Das wissen die noch nicht. Ah ja. Mhm. Und das Problem ist wohl auch daran, dass, ihr Vater oder zumindest ihre Eltern glauben nicht an unsere Beziehung, weil sie meinen, also zumindest sagt ihr Vater, ja, dann heiratet jetzt auch schnell, damit du wenigstens abgesichert bist. Ich weiß nicht, ob das so erste Reflexe sind darauf, dass das vielleicht sich irgendwann legt. Auf jeden Fall, er ist da nicht so. Sie meinen, also ich wäre natürlich in dem besten Alter jetzt für ein Kind und würde ihr das dadurch ausreden wollen. Und also ich will dir ganz offen sagen, Bernd, deswegen habe ich das ja gerade auch so gefragt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das eine Beziehung auf Dauer ist. Wie kann man das sein, wo ihr euch ja quasi überhaupt gar nicht kennt? Mhm. Ne? Also da kann ich die Bedenken der Eltern auch nachvollziehen. Aber dennoch müssen die Eltern akzeptieren, wenn sie sagt, sie ist ganz wichtig, ich möchte dieses Kind haben. Ja. So. Und wenn du dann von deiner Seite auch signalisierst, ich stehe zu allem und ich bin mit ihr zusammen, will mit ihr zusammen sein. Und sollte diese Beziehung irgendwie nicht mehr klappen, trage ich auch Verantwortung für all das, was jetzt geschieht. Das habe ich hier auch schon gesagt. Ja. Das musst du auch den Eltern sagen. Ja. Mehr kannst du letztendlich gar nicht machen. Aber das musst du den Leuten auch wirklich so sehr glaubwürdig rüberbringen. Ja, da was mich einfach nur so beschäftigt hat, ist einfach dieses zwei in zwei Bildern sprechen, wenn ich dort bin und wir uns unterhalten, auch die Geschwister, dann ist es immer sehr toll. Und wenn wir dann miteinander telefonieren, dann erzählt sie mir irgendwelche Sachen, die nicht so toll sind. Ne? Ist für die Familie natürlich wahrscheinlich auch ein Schock erstmal, jetzt alles. Ich habe dich jetzt gar nicht gefragt, ich bin so ganz normal davon ausgegangen und hoffe, das ist auch so. Du bist doch nicht auch noch irgendwie in einer Beziehung? Nein, das nicht. Nein. So, jetzt zusammenhalten, Vertrauen schaffen, auch der Familie gegenüber und dann gemeinsam das... Ja, ich habe ja auch gesagt, wir können ihrer Familie das nur zeigen, indem wir vielleicht die Skeptiker schlagen, indem es einfach funktioniert indem ich auch zeige, dass ich da bin für sie und für ihre Kind. Genauso würde ich es auch sehen, ja. Mein lieber Bernd, alles Gute euch beiden. Dankeschön. Tschüss. Dir auch, tschüss. Dankeschön, tschüss.
So, meine Lieben, in der Technik heute Nacht war Kerstin Klinger. Morgen Promi-Besuch bei uns im WDR-Fernsehen, 11:45 Nadel, Nadja Abdel-Farag. Und wenn ihr mitmachen wollt, anrufen wollt, euch mit Nadja unterhalten möchtet, dann meldet euch per Mail an, domian@wdr.de. Oder wir sind morgen eine Stunde vor der Sendung. Die Sendung beginnt 11:45. Eine Stunde vor der Sendung sind die Leitungen geschaltet. Unsere Nummer 0800 220 50 50. Ihr könnt anrufen. So, dann sage ich bis morgen. Schöne Nacht. Bis dahin. Tschüss.